Geht hin. Lieber Vater, wir danken dir für deine gewaltige Erfindung der Mission, dass du Jesus gesandt hast. Wir danken dir, Jesus, dass du auch ja gesagt hast, dass es in Gang kam, dass du gekommen bist und dass du dein Ja hattest, den Willen des Vaters zu tun. Ihr habt es miteinander entschieden. Du hast das erfunden und wir danken dir, dass wir auch dabei sein dürfen. Und wir beten, dass du uns führst und segnest an diesem Nachmittag, dass wir dir in dieser Zeit 2024 leben und dienen können, so wie du es willst. Und hilf doch, dass wir möglichst viel von der Frucht und von dem Plan von dir miteinander und auch persönlich und auch in unseren Gemeinden erleben. Wir danken dir für die Freiheit, für die Zeit und alles, was du uns gibst, hier auch für dich zu wirken, auch für diese Konferenz. Segne du uns miteinander. Wir sehnen uns danach, Herr, dass du mehr verherrlicht wirst. Wir bitten dich sehr herzlich um geistliche Kinder, dass Leute zum Glauben kommen, die deine Jünger werden. Und dass du uns segnest und führst und gebrauchst und auch diese Zeit jetzt miteinander. Leite du uns. Amen. 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 Also, ihr Lieben, herzlich willkommen zum sogenannten Workshop. Ich gedenke nicht, einen langen Vortrag hier zu halten, sondern ich will mit euch ins Gespräch kommen, eure Fragen auch besprechen. Wir haben ein Thema angegeben, das heißt Evangelisation einst und jetzt, 50 Jahre Erfahrung im Dienst. Das habe ich erlebt mit meiner Frau Regina zusammen, auch wir sind 42 Jahre verheiratet und Gott hat uns da im Dienst einiges geschenkt und geführt. Ich habe auch eine spezielle München-Geschichte, aber darum geht es nicht in erster Linie. Es ist erstaunt, was da war. Es war nicht alles nur Gutes, es waren Auf und Abs, müssen ja ehrlich sein. Aber Gott hat uns geführt und gebraucht bis auf diesen Tag und ihr wollt auch gesegnet und geführt werden. Einst die Evangelisation, das war in Jerusalem. Wir waren hier in München öfters gefragt von der Polizei, auch damals, als wir erstmals hierher kamen, als junger Kerl mit 21 Jahren. Mein Bruder war hier in einer Meisterschule und hat dann gesagt, Uli, hier musst du mal kommen, hier in München. Ist ähnlich so los wie das, was wir zu Hause in Ende der 60er Jahre, da oben im Laden Dillkreis, wo ich aufwuchs, in der Gemeinde und in der großen Familie, dass wir erweckt wurden und anfingen einfach uns unter die Leute zu mischen, um sie für Jesus zu gewinnen. Er sagte, du musst mal kommen, hier ist eine Gruppe gekommen in eine kleine Brüdergemeinde, zu der er auch hingegangen ist. Und da ist so ein Team gekommen, die missionieren hier. Die Leute von der Gemeinde haben gesagt, macht mal. Und dann sind die hierher gekommen. Diese Gruppe hieß AOM, Aktion Offensive Mission. Und wir haben uns dann, ich bin hierher gekommen und fand das wirklich sehr gut. Und bin dann auch mit denen rausgegangen. Ich hatte Maschinenbau, war ich am Studieren. In der Mitte des Studiums habe ich unterbrochen dann, um zu sehen, was Gott wirklich für mich hat. Ob das der Maschinenbau ist. Ich war schon am Nachdenken, ob das ist. Und dann habe ich hier, 17 Monate war das in meiner Zeit, da habe ich bei meiner Rente festgestellt, dass ich da hier auf Taschengeldbasis dann in München war. Ich wollte in eine Bibelschule gehen, die dieses Team AOM damals gegründet hatte, in Türkheim. Ich bin ein bisschen früher im Sommer angereist. Ich war der erste Bibelschüler und lernte die Leute etwas kennen. Ich war Anfang 20 und das waren eifrige Leute. Ein älterer Missionar, der einige Freunde hatte, auch die Ausbildung hatten bei den Fackelträgern. Ein Sigmar Tümmler, ein Sohn eines Unternehmers, der sich bekehrt hatte mit seiner Frau. Und die waren sehr eifrig und die waren hier mit der Deutschen Inlandmission, waren die am Missionieren hier unten und vor allem auch da im Allgäu. In Kaufbeuren und so weiter. Und die hatten dann auch nach München evangelisiert, es kamen Leute mit und die sagten dann, wir wollen die Leute weiterführen, wir wollen eine Bibelschule machen. Und ich fand das gut und ich wollte auch Bibelschüler werden.
Und da war ich schon einige Wochen früher da. Und als sie mich kennenlernten, sagten die, du kannst hier kein Bibelschüler werden. Du weißt ja mehr als wir. Du musst Bibelschullehrer werden. Das waren nämlich Jungbekehrte, die hatten eine Kurzbibelschule gemacht und waren aus der Welt zum Glauben gekommen. Und ich war in einer soliden christlichen Familie, in einer guten Gemeinde zum Glauben gekommen. Da wurde jeden Tag mehrmals die Bibel gelesen. Das Kalenderblättchen abends und mittags, wenn wir zusammen waren, hat mein Vater ein, zwei oder Kapitel aus der Bibel gelesen und gebetet. Und wir hatten eine sehr schöne Kinderarbeit. Wir haben viel gesungen dort und viel gehört von Jesus. Und ich wusste schon einiges damals und hatte auch zu Hause angefangen, eifrig Bibelverse zu lernen und zu evangelisieren. Ich wollte das von denen dann noch mehr lernen. Und die sagten, du kannst Bibelschüler werden, du musst Bibelschullehrer werden. Okay, da gab es aber einige Probleme in diesem Team. Da war bei Türkheim, im Türkheimer Schlosspark, da waren noch so Häuser nebenan, so Betriebsgebäude für das Schloss, die waren alles ein bisschen verfallen. Und da wollten die Leute eine Bibelschule anfangen. Und es reisten dann, ich glaube es war Anfang September, 35 Bibelschüler an, aber wir hatten noch keine feste Zusage vom Land, dass wir das benutzen dürfen. Das Erste, was wir gemacht haben mit diesen 35 Leuten, sind nach Augsburg gefahren, zu einem Regierungsrat Bayer, hieß der, glaube ich, und haben gesagt, Herr Bayer, geben Sie uns die Bibelschule. Das Schloss, wir wollen da eine Schule machen. Das war ein bisschen heftig, der hat es da nicht ganz abgewiesen und wir haben einfach angefangen, die Räume herzurichten. Besonders wir Mitarbeiter, wir haben Tag und Nacht gearbeitet, um da die Räume einigermaßen herzurichten für die 35 Leute. Die kamen teilweise in Gemeinderäumen, die der eine Missionar hier gemietet hat, im Umfeld, in Memmingen und in der Umgebung. Und dann nach und nach, wie wir fertig wurden, wir schweißten da draußen Stockbetten zusammen und haben dann die Bibelschule begonnen. Und wir Mitarbeiter, wir haben ab und zu mal ein bisschen geschlafen, ansonsten haben wir nur gearbeitet. Und Jüngerschaftspredigten gehalten, wie wichtig das ist, auszuhalten und für Jesus zu beten. Das war eine turbulente Zeit. Und da wir auch missionierten an verschiedenen Orten, auch hier in München, kamen viele Leute zum Glauben und die wollten auch weiterkommen. Und dann haben wir noch eine Jüngerschule angefangen, in dem Herbst des Jahres war das wohl, 71. Und da haben sich über, ich glaube, 75 Leute haben sich eingemeldet, die wollten 3 Monate zu unserer Bibelschule, Jüngerschule kommen. Ich habe Bilder hier davon. Wer sich über solche Historien, wer hier ist und diese Historie noch mehr wissen wollte, und wahrscheinlich könntet ihr einige Leute kennen, hier diese ganze Gruppe war das, müssen über 100 Leute gewesen sein. Und das hier waren die Bibelschüler, da habe ich auch noch ein Bild davon seiner Zeit. Und hier haben wir dann eine Fußgängerzone vom Oberpollinger, haben wir da gepredigt. Wir hatten so eine Säule mit Batterie betrieben. Und haben dann da missioniert. Das war März 72 steht hier drauf. Die Olympiade war ja 72 und das wurde eröffnet dann hier, die Fußgängerzone. Das kann man auch sehen hier, das ist ein historisches Dokument. Das ist die Fußgängerzone, da lagen noch überall Steine darum. Da konnte man gut drauf stehen, das waren unsere Kanzeln, da haben wir gepredigt. Besonders sonntagsabends. Das war ja neu für die Leute, auch für die Münchner, die Fußgängerzone. Da haben hunderte von Leuten, als die Geschäfte zu waren, besonders sonntags nachmittags, haben wir da mit den Schülern, Bibelschülern und Jüngerschülern, sind wir nach München gefahren, von Türkheim, und dann haben wir da losgelegt und gepredigt. Ich hatte nur wenig Anleitung und Erfahrung. Ich habe bei Wilhelm Busch gelesen und bei Billy Graham und habe da einiges nachgepredigt von dem. Ein bisschen stotterig und so noch. Ich hatte auch keine kräftige Stimme seinerzeit, aber wir haben da losgelegt mit brennendem Herzen für Jesus und Leute zu Jesus geführt. Und und von Anfang an auch, weil wir mit einer Gemeinde arbeiten, es ging immer um Evangelisation und Gemeindegründung. Ja? In der Nähe der Auenstraße, Richtung Isar, Richtung Deutsches Museum hier, da hatten wir Gemeinderäume, das heißt, die Brüdergemeinde hat uns die geöffnet. Und da haben wir dann die Leute hingebracht, die angesprochen waren. Und haben in den ersten Monaten, wo ich da war, haben wir Freitag, Samstag, Sonntag mit diesen Schülern, die teilweise in der Woche noch geschult wurden, haben wir offene Abende gemacht da unten. Und haben wir hier missioniert vorher und dann sind wir dahin marschiert und haben da noch offene Abende gemacht.
War ein bisschen heftig, dann haben wir es ein bisschen verkürzt auf Samstag, Sonntag. Sonntags war dann Gottesdienst in der Gemeinde und auch immer auch noch Evangelisation da gemacht mit den Leuten. Ich habe hier kein Zimmer gehabt. Ich habe da war eine Gemeinde, die hatte da so Kissen, auf den Kissen habe ich geschlafen. Dann ab und zu, also an den Wochenenden und dann in der Bibelschule, hatten wir ja mittlerweile diese Stockbetten zusammengeschweißt, auch für uns Mitarbeiter. Und das kann man hier, das ist hier auf den Bildern gesehen, wie da sonntagsnachmittags hunderte von Leuten gestanden sind und wie wir gepredigt haben. Und wir haben uns genannt Christen in der Offensive New Life. Christen in der Offensive New Life. Hier, das kann unser Ding sehen. Das hatten wir da. Wen es interessiert, diese Dokumente, es ist ein schönes Werk in Gottes gewesen. Und es ging von Anfang an um Evangelisation, bei der Evangelisation für Jesus. Im Nachhinein muss ich sagen, es haben sich vor allem junge Erwachsene bekehrt, die hier in München zur Arbeit waren, die irgendwie auch ein bisschen vereinsamt waren. Die waren offen für uns in besonderer Weise, aber auch andere Leute. Mehr Leute in Problemen, aber nicht nur. Es war aber nicht so ganz einfach und ich habe schon gemerkt, es ist gar nicht so einfach, Evangelisation und Gemeindebau zu machen. Beim Hausbau braucht man nämlich Querbalken, aber mit dem Querbalken kannst du allein kein Haus bauen. Es müssen auch ein paar gute, kräftige Stützen dabei sein. Und dann, das hat Gott uns eigentlich auch eine Mischung gegeben, sodass da Gemeinde entstehen konnte, die sich dann nach und nach entwickelt hat. Dieses Team hat sich, glaube ich, insgesamt in den Aktivitäten etwas überschlagen und wir waren ja unerfahren. Ich war 21 bei der Gemeindegründung und mit den anderen zusammen, die teilweise, ich war der Jüngste von dem Team, ich habe hier so ein Bild davon, hier, das ist das Team, das damals zugange war und ich war der Jüngste und da kamen Einflüsse von Extremcharismatikern, von Dwight Wigglesworth. Er hat ein weltbekanntes Buch geschrieben, das heißt zur neunten Stunde. Und da ging es um viele Wunder und einzelne Leute, auch die nicht so lange, glaube ich, waren, die haben gesagt, wir müssen Wunder erleben. Wir erleben ja gewaltig viel, es kommen Leute zum Glauben und so. Und wir haben viel Seelsorge gehabt, Leute haben ihre Sünden bekannt. Und es war wild, und was wir da alles damals schon erlebt haben. Ich bin ja jetzt seit 89 dann wieder später wieder hergekommen, nach einigen Dienstschritten in meinem Leben, wieder nach München, was wir hier erlebt haben, auch schon damals, das war eine Herausforderung. Wir hatten durchaus auch Leute, die mit Sodomie, Geschlechtsverkehr mit Tieren und was weiß ich, zu tun gehabt haben in die Seelsorge. War ja alles nicht ganz so einfach, das zu bewältigen. Oder Leute, ich war noch sehr jung, waren geschieden und waren gefragt, was soll ich jetzt machen mit mehreren Kindern und kamen zu mir und so weiter. Ich habe gedacht, ich muss auch noch weiter in der Bibel lernen und studieren. Und dann kamen die extrem charismatischen Einflüsse. Und dann bin ich weggegangen, bin nach Wiedenest gegangen, zur Bibelschule, in meiner Heimat Haiger im Land Dillkreis, der Gemeinde, wo ich ausgesandt war, die mich bis heute und uns unterstützt. Ich habe eine Heimatgemeinde, in der ich zum Glauben gekommen bin und die uns bis heute unterstützt, auch geistlich und finanziell. Das ist ein Riesengeschenk, dass ich als Missionar ausgesandt wurde. Und die waren dann sehr froh, dass die waren schon länger mit diesem Missionshaus Bibelschule Wiedenest verbunden. Und die Wiedenester und die Haiger waren sehr froh, dass sie mich auch wieder eingefangen hatten, nach dieser besonders wilden Zeit. Und da habe ich da ein halbes Jahr geschenkt gekriegt, die haben mich gleich aufgenommen. Und auch sofort nach dem A-Kurs wurde ich berufen als erster Jugendmissionar. Ich war 10 Jahre Jugendmissionar, dann in Wiedenest evangelistisch, habe viele Jugendwochen gemacht und Jugendschulungen auch für Leiter gemacht und angefangen von 73 bis 75 war das. Ich will es kurzer machen, ich habe 82 geheiratet, die Regina geheiratet, die ich in Wiedenest kennengelernt habe. Wir wurden getraut in Haiger, unsere Heimatgemeinde, und ausgesandt. Wir sind seitdem miteinander unterwegs. Meine Frau Regina ist eine sehr tapfere. Auch ich habe sie im Dienst kennengelernt. Sie war schon im Dienst als Kinder- und Jugendmissionarin, ausgebildet auch von Ruth Frey oder Johannes Osberghaus und diesen Größen der deutschen Kinderarbeitsszene. Vielleicht weiß nicht, ob noch welche diese Leute kennen. Mit denen waren wir dann befreundet und haben da gearbeitet. Auch meine Frau Regina, die hatte schon in Stadthallen und Sälen, Bürgerhäusern und so weiter
dann auch mit mir zusammen bei uns in Haiger in der Stadthalle hat die da Kinderarbeit gemacht mit ein paar hundert Kindern. Das konnte die sehr gut und auch in Zelten. Und wir sind dann auch rumgereist, wir haben teilweise Jugendabende gemacht und Regina hat Kinderstunden gemacht in Gemeinden und evangelisiert. Und wir haben viel Gutes erlebt. Wir haben auch eine eigene Kinderarbeit dann aufgemacht. Wir haben drei Kinder, die zwei sind verheiratet. Die mittlere Tochter, Jerusha, ist 86 geboren, als ich 4 Jahre Bibelschullehrer war in Kirchberg an der Jagst. Die ist behindert, 100% geistig behindert. Ich mache also auch mit Regina zusammen seit 38 Jahren jeden Tag Behindertenarbeit. Das gehört auch zu unserem Leben und Dienst dazu. Wir haben sie oft und meist mitgenommen in die Dienste. Die Gemeinden haben sich mit da eingestellt, wenn wir unterwegs sind. Ja. Boah, da gibt es einiges zu erzählen und zu erleben. Das Beste ist, unser Herr und seine Güte sind groß und lebendig. Und ich habe mir natürlich einiges überlegt, auch wie kann Evangelisation geschehen. Auch könnte euch das hilfreich sein. Wenn wir ganz vorne anfangen, muss man sagen, die Gemeinde Jesu ist der Träger der Evangelisation. Das ist ursprünglich so geplant und gewollt. Die Gemeinde Jesu, wir als Gemeinde, wir vor Ort und weltweit, wir haben als Gemeinde den Auftrag, das Evangelium unter die Leute zu bringen. Mit der Gemeinde, ins Gemeinde hat eine dreifache Ausrichtung, nämlich sie ist da zuerst für Gott, für den dreieinigen Gott, ihn kennenzulernen und zu verherrlichen und zu verehren. Zweitens füreinander, einander zu lieben und in der Jüngerschaft zu leben und sich zu fördern untereinander. Zweitens. Und drittens, die Gemeinde ist da für die Welt, in der Evangelisation, Mission und Diakonie. Das ist der dritte große Ausdruck. Man könnte sagen, das ist nach oben, nach innen und nach außen. Oder man könnte sagen, es ist für Gott, füreinander und für die Welt. Das ist die dreifache Aussicht, die wir als Gemeinde miteinander gleichzeitig durchleben können. Du baust eine gute Sicht Gottes, eine frische Sicht, eine Anbetungsleben und Förderung in deiner Gemeinde. Dann baust du die Jüngerschaft, die anderen Glieder deines Leibes, des Leibes Christi, der Gemeinde. Und dann baust du auch unbedingt das Ausbreiten in der Evangelisation, in Mission natürlich, auch verbunden mit Unterstreichung durch Diakonie. Das ist grundsätzlich wichtig. Und da gibt es ja besonders eine Gemeinde in der Bibel, in den Sendschreiben gibt es welche, aber auch in den Thessalonicher Briefen wird Gemeinde, eine vorbildliche Gemeinde beschrieben, ja, Thessalonicher. Und da kannst du ganz klar sehen, wenn du liest, hier Thessalonicher, 1. Thessalonicher 1, da steht, wie Paulus auch gearbeitet hat. Es kamen Leute zum Glauben dort in Griechenland und in Thessalonich besonders. Und er sagt, von euch aus, von Thessalonich, ist das Evangelium dann ausgegangen. Und zwar in die verschiedenen Länder um euch herum. Also die biblische Strategie, der Paulus hatte eine geistige Kampfführung, eine Strategie auch der Evangelisation. Er hat keine Asien-Inland-Mission aufgemacht oder Europa-Inland-Mission aufgemacht. Er hat die großen Städte erreicht und von dort aus die Menschen, die in die großen Städte kamen oder die in die umliegenden Orte gingen, die haben dann das Evangelium ausgeweitet. Aber der eigentliche Träger ist einfach, wir bauen lebendige Gemeinden, die permanent evangelisieren, weil es zu den absoluten drei Grundrichtungen der Gemeinde geht. Und das hat auch in den ersten Jahren ganz gut funktioniert. Man sieht das, wie sie wuchsen in der Apostelgeschichte. Mhm. Und man sieht, dass sie wuchsen nach innen und nach außen. Mhm. Sie wuchsen in die Tiefe, geistlich gesehen, und sie wuchsen in die Weite. Das kann man ja auch, die Bibel hat ja keine Scheu, auch Zahlen zu nennen. In der Apostelgeschichte sind Zahlen drin, wie viele gläubig wurden. Und dann, sie wuchsen, die Gläubigen, an Zahl und auch die Gemeinden als Gemeinden wuchsen und breiteten sich aus. Und das hat ganz gut funktioniert so. Dann ist viel Zeit vergangen, durch die Jahrhunderte auch. Es gab immer erweckliche Bewegungen und gewisse Gruppen.
Aber dann gab es Erweckungsbewegungen und auch Evangelisationsbewegungen. Besonders um Moody und Torrey und so. Ich habe viel von da gelesen, von der Evangelisationsgeschichte. Ich habe den Eindruck gehabt, das war eine Glaubensmission. Da sind einzelne Leute, die haben einen Brennen gehabt. Die hatten es schwer mit den Christen und mit den Gemeinden, wo sie waren. Und die konnten auch nicht mehr warten. Und die haben einfach Glaubensmissionen gegründet. Die Evangelisten haben einfach losgelegt. Die haben nicht gewartet, bis sie die Gemeinde mobilisieren konnten. Und so wurde mehr und mehr das, was ursprünglich von der Gemeinde ging, es wurde ausgelagert. Das, was eigentlich total eingelagert gehört, ihr Lieben. Das war nicht so gut, aber es ging. Und so ist es aber gelaufen. Und dann gab es aber Erweckungsbewegungen, wo die Leute, es gab welche, die besonders auf die gesunde Lehre geachtet haben. Und dann gab es auch die Pietisten, 18. Jahrhundert, 17. 18. Jahrhundert, die Pietisten. Pietismus heißt Frömmigkeit. Die haben sich Nöten angenommen und wollten evangelisieren. Das war gelebte Frömmigkeit. Meine Großeltern, väterlicherseits und mütterlicherseits, die waren Bergleute, da oben im Siegerland, im Dillgebiet. Die mussten ganz schwer und hart arbeiten. Und da kam das Evangelium hin und das war eine Erweckungs- und pietistische Bewegung. Die hatten nicht so, auf die gesunde Lehre haben sie auch geachtet, aber sie wollten sehr bewusst und sehr, sehr intensiv mit Jesus leben. Sie lebten ein Heiligungsleben, sie gründeten Hauskreise und Gemeinden sind da entstanden, waren große Familien. Ich bin der 9. Jüngste einer Familie. Es waren einige, manche hatten 12 oder 10 Kinder in der Gemeinde, wo ich war früher in der Kinderstunde war, aufgewachsen bin. Das Evangelium ist da vor allem da gelaufen, in den Gemeinden gelaufen. Und da ist dann einiges entstanden und es Missionswerke entstanden, dann mehr von außerhalb durch Werke. Einer der bedeutendsten der Evangelisten vor etlichen Jahren war Werner Heugelbach, kam von den Brüdergemeinden, hat in Wiedenest gewohnt, wo ich auch 13 Jahre gelebt habe, ist ja heute noch das Stiftung Heugelbach, heißt das da. Ich habe ihn Werner selber nicht kennengelernt, aber mein Freund wohnt in dem Haus, in seinem Haus. Und bin oft da gewesen mit den verschiedenen Leitern und habe da tausende von Traktaten geholt schon über die Jahre. Das ist gut, sowas, dass solche Werke entstanden sind. Missionswerke und so weiter. Und so weiter. Da gibt es so verschiedene Dinge und Geschichten. Und es haben sich Evangelisten, einzelne starke Evangelisten, herausgebildet, die durch die Lande gezogen sind und ab und zu haben dann die Gemeinden evangelisiert. Die haben einen Evangelisten eingeladen. Ich weiß nicht, wie viele Dutzende Evangelisten ich erlebt habe. Ich habe zuerst die Leute gefürchtet. Wir haben nämlich in der Nähe der Stadtmitte gewohnt und das Zelt war so ein paar hundert Meter von uns entfernt und die Evangelisten kamen zu uns und die stellten wollten mal sehen nach dem Rechten in den Familien, die stellten peinliche Fragen. Bist du gläubig? Und wie ist das mit dir? Und so weiter. Das war ein Hautdegen. Ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Mal aus dem Fenster gesprungen bin, bei meinem ersten Stock meines Elternhauses, wo der Evangelist zum Mittagessen eingeladen war. So eine Angst habe ich vor dem gehabt. Aber nicht nur. Es ist auch immer ein freundlicher gekommen. Und dem habe ich dann abends zugehört. Da bin ich mitgegangen. Der hat nachmittags Gesellschaftsspiele mit mir gemacht. Und dann, das war die Zeit, wo ich zum Glauben kam, mit 13 Jahren. Ja. Und der freundliche Mann, dem habe ich so zugehört. Und ich dachte, er malte mir Jesus vor Augen, als wäre er unter uns gekreuzigt. Und ich war so gepackt davon, dass ich nach Hause ging und betete und innerlich merkte, jetzt hat Jesus mir die Tür geöffnet, nachdem ich mich weiß nicht wie viel Mal vorher versucht habe zu bekehren. Und irgendwie die Tür nicht aufging. Aber da habe ich so richtig tiefer Jesus erfahren, dass er für mich gestorben ist und alles gemacht hat. Und da wurde es mir sehr warm ums Herz und die Gewissheit kehrte ein. Der Geist Gottes hat mir Kronleuchter aufgehen lassen. Und es fing an diesem Abend mit 13, 14 Jahren mit diesem Evangelisten, der immer wieder mal, glaube ich, jedes Jahr oder alle 2 Jahre kam ein Zelt mit Kinderstunden und da wurde dann groß evangelisiert. Und
paar Jahre später. Ich habe da öfters mitgearbeitet und auch noch später in meinem Leben. Ich habe, glaube ich, 40 oder 50 solche Blätter gesammelt von verschiedenen Evangelisationen, die wir da hatten, da bei uns, wisst ihr. Da gab es immer Schulungen auch und da wurde evangelisiert zusammen. Also da hatte ich schon einige Kenntnisse über Evangelisten und wie man das machen könnte. Ja, also ich will jetzt nicht zu viel erzählen, es hat sich einiges gewandelt. Ich bin nach München gekommen, wir haben gepredigt, sehr viel öffentlich gepredigt. Es haben relativ viele Leute zugehört, wir haben leidenschaftlich gepredigt, viel Zeugnisse gegeben. Auch die Schüler, die auch viele Jungbekehrte, die dabei haben, die haben immer wieder mal Zeugnis gegeben. Das ging manchmal wild zu in der Fußgängerzone. Also ich könnte euch da auch ein ganzes Buch drüber schreiben. Mal haben sie mir beim Predigen eine Ente auf den Kopf gesetzt. Und da meiner ist ja mit einem Schwein an der Leine vorbeigekommen. Da waren einige lustige Sachen, Unterbrechungen. Es war eigentlich gar nicht schlecht, wenn da mal sowas los war, hatten wir ein paar hundert Leute mehr. Und dann konnten wir weiter predigen. Und dann, wenn es hoch herging, habe ich immer einzelne Geschwister gehabt von den Bibelschülern. Die hatten dramatische Zeugnisse. Das wurde ganz still, wenn die Leute mal hörten, wie Leute zum Glauben gekommen waren in unserer Zeit und Welt. Das war eine schöne und besondere Zeit. Ende der 70er Jahre hier war nicht nur eine linke Erweckung, 60er Jahre, sondern Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Es war auch eine geistliche Erweckung. Man hat das auch mit Jesus People verglichen. Ich wusste gar nicht, was die Jesus People waren, muss ich ehrlich sagen. Aber die haben gesagt immer, wir seien die Jesus People. Okay, habe ich gesagt. Da haben verschiedene Leute uns eingeladen, haben wir Schule, Gottesdienst, das Fernsehen ist gekommen, hat uns Filmaufnahmen gemacht, in der Tagesschau gebracht hier an den 70er Jahren. Da sind Leute zu uns in die Gemeinde gekommen und sagen, wir haben dich doch gestern Abend im Fernsehen gesehen. Was macht ihr hier? Und es sind verschiedene Leute gekommen. Also, ich will jetzt, also, müssen wir ein Buch drüber schreiben. Ich will ja mit euch ein bisschen sprechen. Noch was anderes erzählen. Es kamen noch Bankräuber zum Glauben. Ich habe eine durchgeladene Pistole mit einem gesprochen und gebetet. Der hat mir seine Pistole gegeben. Und die habe ich in der Isar nebenan versenkt und habe ihm gesagt, er soll zum Zeichen seiner Bekehrung jetzt zur Polizei gehen und sich stellen. Das hat er gemacht. Er ist dahin gegangen. Aber eine Stunde später kam die Polizei zu mir und hat gesagt, wo ist die Pistole? Dann habe ich gesagt, da sind wir an der Isar gegangen. Da habe ich sie versenkt. War natürlich hohes Wasser. Ich glaube, die haben sie bis heute nicht gefunden. Also, ich will nicht so viele Videos noch erzählen. Das hat mich überfallen. Bitte? Nee, der hat andere überfallen, aber der kam zu uns und ist dann umgekehrt und wir haben gesagt, wenn du dein Leben ordnen willst als Zeichen der Geschichte, du hast es jetzt unbekannt, bist du bereit, dich der Polizei zu stellen? Und wir haben auch noch einen anderen Mann gehabt, der hatte sein Haus angesteckt, wo er auch schlecht behandelt wurde. Der hat sich auch gestellt und ist danach Jahre in den Knast gegangen, oder wie lange, weiß ich nicht genau, als Zeichen seiner Bekehrung. Und da sind einzelne Geschwister von uns, die haben den Kontakt gehalten. Und auch wir haben viel, viel Jüngerschaftsarbeit gemacht, viel um die Bibel, also Jesus Nachfolge. Ich habe auch einige Leuten Arbeit besorgt. Das ging auch teilweise gut. Bei anderen, einigen habe ich geholfen. Dann habe ich gemerkt, die wollen gar nicht arbeiten. Und ich habe gedacht, ich würde denen wohl mal wohl Tattoo, den Kaufhof und so weiter, haben die aufgenommen. Aber ich habe gemerkt, wir sind das Problem. Also mein Mann ist das Problem. Ich war so dankbar, der teilweise auch. Die wollten es auch teilweise, aber es ist gar nicht so leicht, Jüngerschaft zu machen, zu evangelisieren, wenn du geistliche Babys hast, wer das ist von außerhalb und so. Da ist da schon eine Herausforderung in der Evangelisation. Das habe ich auch erlebt. Aber wir haben gleich evangelisiert und Jüngerschaft gemacht. So, jetzt will ich mal einen Schnitt machen hier. Weiß den Herrn, das Beste, was da war und geblieben ist, ist von ihm zu seiner Ehre. Ich lebe auch noch, ich bin kürzlich 75 geworden und will mal sehen, was der Herr noch vorhat mit mir und uns. Ihr seid hier hergekommen, um zu überlegen, wie könnt ihr euch weiterkommen. Ich habe eine gute Nachricht, die will ich euch jetzt nochmal für jeden sagen. Die heißt, du kannst ein richtig guter, ein besserer Zeuge werden für den Herrn Jesus Christus. Nochmal. Du kannst ein richtig guter, ein besserer Zeuge, eine Zeugin werden für
den Herrn Jesus Christus. Eine Zeit habe ich das nicht geglaubt, habe auf nichts gezielt, war voll getroffen, das nichts. Und dann merkte ich, er will mich ja gebrauchen und es kann doch noch was werden mit mir, schüchtern Kerl. Du kannst ein richtig guter Zeuge für den Herrn Jesus Christus werden. Es ist nur wichtig, dass du lernst und dass du weiterkommst und dass du angeleitet wirst, wo du praktisch angeleitet wirst, wo du besser wirst. Und ich will, es gibt vor allem vier Bereiche. Es gibt eine Evangelisation, ein ABC der Zeugenschaft. Jeder Jünger Jesu ist ein Zeuge. Ja? Glaubst du das? Um zu evangelisieren, braucht man keine besondere Berufung und keine besondere Begabung. Das ist eines der größten Hindernisse heute. Die Leute sagen, dazu bin ich nicht begabt und dann sind sie raus. Ja, sind ja nicht begabt und sind nicht berufen. Das ist völlig falsch, stimmt. Um Zeuge zu sein, braucht man keine Berufung und braucht keine Begabung. Ja? Aber die Gabe ist meistens. Das natürlich, das ist richtig. Danke, danke, Alex, das ist natürlich richtig. Den braucht man unbedingt. Das kann man, sollte man sehr betonen. Wir Evangelisten haben es, und Zeugen haben sehr viel mit dem Heiligen Geist zu tun. Ja? Wir rechnen sehr damit, mit der Führung, der Bevollmächtigung und die Wirkung des Geistes. Natürlich, ganz klar, ist in meinen Schulungen auch dick drin, den Heiligen Geist. Es gibt ein ABC, das jeder einzelne Zeuge unbedingt lernen, wo er in einem Lernprozess drinstehen könnte und sollte, wenn einer gläubig geworden ist. Und da das allererste ist, ich sage jetzt mal vier Dinge, die das ABC ausmachen. Und überleg dir selbst, wie du darin bist. Das erste ist die geistliche Grundtemperatur deines Lebens und die evangelistische Grundtemperatur. Ich hätte gerne einen, der mir ein Messgerät entwickelt, wie man die geistliche evangelistische Herzenstemperatur misst. Halt sie hoch, versuch sie hochzubringen. Die Leidenschaft der Evangelisation, die in der Liebe Gottes, für die Ehre Gottes bewegt zu sein, innerlich bewegt zu sein. Also die geistliche Herzenstemperatur ist sagenhaft wichtig. Hoch zu haben und hoch zu halten und das darin zu wachsen und darin zu stehen. Also das ist wichtig, wenn wir weiterkommen wollen und besser werden wollen in der Evangelisation. Das eine ist die geistliche Lebendigkeit, die geistliche Herzenstemperatur. Darüber könnt ihr gerne Rückfragen machen. Gleich, ich sage es jetzt mal noch, das ABC der Evangelisation für jeden einzelnen Zeugen. Das zweite ist die Beziehungsfähigkeit. Die Beziehungsfähigkeit. Wie viele Beziehungen hast du zu Menschen, auch zu Nichtchristen? Gute Beziehungen. Wie fähig bist du dazu, Beziehungen zu aufzunehmen und zu pflegen? Wie viele Freunde hast du? Auch Freunde, die noch nicht zu Jesus kommen und mit denen du ein Stückchen weiterkommst, auch was das Miteinander betrifft, auch das, was evangelistisch dann von dem, was in deinem Herzen bringt, rüberkommen kann. Also das Zweite ist die Beziehungsfähigkeit. Die Beziehungen, Kontakte aufzunehmen, die Beziehungen zu pflegen, die Beziehungen zu gestalten und einen anderen auch weiterzubringen, auch in Bezug auf das Evangelium. Ich nenne das jetzt als Punkte nochmal. Das Dritte ist die Sprachfähigkeit, die Fähigkeit, deine eigene Geschichte, auch zuerst jetzt mal die Geschichte, deine Geschichte mit Jesus, da gibt es ja eine Menge Dinge. Manche Leute sagen, gehen da so aus, die haben keine Ahnung, da soll ich dir mal mein Zeugnis geben. Da sage ich, ja, von welcher Klasse meinst du dann? Was soll ich denn bringen? Von der Volksschule oder von der Realschule? Also deine Lebensgeschichte, es ist eigentlich deine Jesus-Geschichte. Es ist deine Geschichte, aber du sollst die Geschichte von Jesus erzählen. Nicht, das ist keine Autobiografie. Die Geschichte von Gott, von Jesus sollst du erzählen. Versteht ihr, was ich meine? Es geht um deine Geschichte, aber soll das, was Jesus gemacht hat. Wenn du das erzählst, wie du kamst, wie viel
ist dann da drin, dass sie von Jesus größer denken und mehr erfahren. Oder bewundern die dich? Ja, wenn die dich bewundern, hast du was falsch gemacht. Denn du solltest und wolltest ja ein Jesus-Zeugnis geben. Ja, ein Jesus-Zeugnis. Wie du die in Kontakt gekommen bist. Das, was er gemacht hat an dir und mit dir. So, das war das Dritte. Die Beziehungsfähigkeit. Sprachfähigkeit, da sind wir jetzt, jawohl. Ach, da gibt es so ein paar Beispiele, kann ich euch mal ganz kurz dabei nennen. Manche Leute sagen, wird immer chronologisch dumm angefangen, würde ich sagen. Ich bin in einem gläubigen Haus aufgewachsen. Was sage ich da? Hast du schon mal ein gläubiges Haus gesehen? Nicht irgendwie immer solche Sachen nicht nachplappern. Das ist nicht sehr gut. Gell? Oder ja, bei so Sachen. Oh, dann habe ich da noch ganz kurz erzählt, die Leute. Mann, dann habe ich noch von Jesus gehört. Ich habe mich übergeben, sagen die. Wow. Sagt er nicht, was ist denn da Schlimmes passiert? Du hast dich übergeben. Das sind ungeschickte Dinge, oder? Kann man besser sagen. Mit dem gläubigen Haus oder mit der Übergabe und solche Klischees. Der Hauptglied, einen unmöglichen Fehler, muss man drüber nachdenken. Das, was die Leute auch meistens sagen, was sie in Zeugnissen und sogenannten Geschichten hören, die sagen, dann habe ich mich entschieden. Wolltest du das auch sagen? Ist das gut und wichtig? Trifft das den Kern der Geschichte? Nein. Wieso nicht? Wieso? Ja, doch, Gott hat doch Glück gehabt, dass er dich gefangen hat. Und noch einen dazu gewonnen hat. So denken dann manchmal die Leute, gell? Ja, weil ich im Mittelpunkt stehe. Ich habe es gemacht. Genau, du sollst nicht Jesus zeugen. Genau, das ist wichtig, das auf die Reihe zu kriegen. Kannst du Jesus verherrlichen? Was ist da passiert von ihm? Was von ihm ausgegangen? Du hast von ihm, er hat sich dir genähert. Wie war das? Und dann hast du ja gesagt. Und dann hat sich was erfüllt bei dir. Ja? Das, dein Jesus-Zeugnis, dein Gottes-Zeugnis. Überlegen und gut erzählen, wie das mit dir war. Viertens, in der Sprachfähigkeit. Das ist das Evangelium erzählen. Geht doch ganz einfach, ist doch umsonst, oder? Viele Leute können es auch umsonst nicht weitergeben. Warum können sie umsonst nicht weitergeben? Weil sie gar nicht wissen, was das ist. Was ist das dann eigentlich? Hast du eine gute Präsentation oder mehrere vom Evangelium? Was ist das Evangelium für dich? Überleg dir das mal gut. Wie wenn du mit Gott anfängst und von Jesus und Sünde, hast du die Kernpunkte, die wirklich wichtig sind, die für unsere Zeitgenossen sehr wichtig sind? Hat sich schon mal einer bisschen dir geholfen? Die Knackpunkte, was sind die Gamechanger, wo die Leute nachdenken? Ja, fünf Punkte hast du gelernt, ich habe das ja auch jahrelang gemacht. Das ist übrigens gut, eine gute Geschichte, da habe ich einiges von gelernt. Wobei die auch einst, könnte ich euch auch die kamen aus einer Bewegung, Evangelisation, Explosiv und auch die vier geistlichen Gesetze. Die haben gesagt, wenn man das Evangelium so exakt sagt, dann muss was passieren. Das ist ja wie bei Gesetzen, die funktionieren immer. Das ist ja wie eine missionarische Keule, haben die das ausgerichtet, die ursprünglichen Campusleute. Ich habe da Schulung mitgemacht, ich weiß das so, einige. Und ich bin auch zweimal in den USA gewesen, ich habe mit dem Gründer Dr. James Kennedy, war ich mehrere Stunden auch sogar im Einsatz. Und der war allerdings schon am Nachdenken, dass das keine Keule ist, wenn man es total gut erklärt. Ja, dann funktioniert das. Das wissen jetzt, also die vier geistigen Gesetze sind Millionen in Afrika und in vielen Ländern, die kennen die auswendig im Schlaf, rückwärts, wenn du willst. Aber die haben kein Leben bekommen, da ist irgendwas hat nicht funktioniert. Ja, das ist es auch noch nicht. Ich bin bei der Sprachfähigkeit, das Evangelium kennen im Kern und überlegen, wie erkläre ich Gott. Wie erkläre ich Sünde den Menschen? Wie erkläre ich Jesus im Kern? Und das Nächste, wie erkläre ich die Antwort? Was heißt rettender Glaube? Das sind ganz sagenhaft gute, wichtige Punkte vom Evangelium. Man kann es von verschiedenen Seiten bringen. Jesus zuerst bringen, oder? Da will ich, das wäre schon jetzt schon ein bisschen weiter. Ich will nur die Punkte nennen, die, wenn du da besser wirst. Das Evangelium zu kennen im Kern und das gut rüberzubringen. So, und dann habe ich noch einen Punkt. Das wäre
bei der Sprachfähigkeit hätte ich erzeugt das Bund Evangelium eigentlich als einen Punkt, aber nehmen wir es als zwei, okay, dann haben wir, hätten wir noch einen fünften. Und das ist, du kannst besser werden in den Fragen, die immer wieder gestellt werden. Und das steht auch eindeutig in der Bibel, dass wir uns verbessern sollen. 1. Petrus 3, Vers 15 steht, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert von euch, gegenüber der Hoffnung, die in euch ist. Ja? Wir sollen, 1. Petrus 3, Vers 15, ist eine Aufforderung, dass, und zwar gegenüber jedermann, alle Zeit, das ist auch alltags, das ist also jederzeit und alltagsmäßig, das ist also nicht für eine Aktion, sondern für einen Lebensstil auf alle Fälle auch. Gell? Und dann, bitteschön, was sind die Hauptfragen, auf die Leute, die dir heute stellen? Und auf einige Fragen kannst du dich besser einstellen. Ich habe mit meinen Freunden angefangen, Disco-Einsätze zu machen, seinerzeit bei uns zu Hause auch. Wir sind am Wochenende, sind wir immer in Discos, das heißt vor Discos gefahren. Und dann haben wir junge Leute dort angesprochen und auch oft nachts nach Hause gefahren. Wir hatten mal 6 VW-Busse, alte Busse, hergerichtet seinerzeit, und dann haben wir Jugendliche von der Disco heimgefahren. Und auch sonst, wenn Anhalter waren, das war sehr üblich bei uns da oben. Wir haben keine U-Bahn und Infrastruktur wie München. Und da haben wir dann immer mit den Leuten gesprochen. Und da haben manche Leute gesagt, was, wie meinst du das? Ich war ja im Gläubigen, da bei den Gläubigen aufgewachsen. Die verstanden nur Bahnhof, haben die mir auch öfters gesagt. Das hast du auch nur alles übernommen. Und als wir aktiv wurden, hat sich ein atheistischer Club bei uns gebildet. Die haben gesagt, ihr seid sowieso verrückt. Der Nietzsche sagt das ganz anders. Und die existenzialistischen Philosophen, die Frankfurter Schule war damals, wir haben viel Studenten- und Schularbeit gemacht. Also ich habe mir vieles aufgeschrieben, habe öfters gesagt, du bist wirklich schlau, ich weiß es nicht. Aber warte mal, nächste Woche kann man nochmal drüber sprechen. Und die Fragen haben sich in mancher Hinsicht geändert, aber vieles ist auch gleich geblieben. Und das ist gut, wenn du anfängst zu evangelisieren, sag, ehrlich, wenn es nicht weiß, ich weiß es nicht, oder ich muss mal drüber nachdenken, oder das, was du denkst und schon weißt, kannst du ruhig sagen, bezeugen. Das ist aber ein wesentlicher Punkt, jetzt weiterzukommen in der Evangelisation. Viele sind auch gehemmt, sie sagen, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wenn die schwierige Frage, ich stehe dumm da, das ist, da habe ich Angst, deswegen mache ich nichts. Oder da hat einer schon mal dich da ein bisschen bloßgestellt. Ich hoffe, ihr seid nicht frustriert irgendwo oder nicht blockiert in irgendeiner Weise, was das Weiterkommen bei euch hindert. Versteht ihr, was ich meine? Es gibt also ABC. Soweit wollte ich das mal sagen. Jetzt sagt ihr mal eure Rückfragen zu dem, was ich gesagt habe. Ihr könnt auch andere Fragen noch von euch stellen. Helft mir, sonst rede ich die ganze Zeit hier. Sagt mal, ich will ja mit euch das machen. Bitte. Ja, ich glaube, das würde dich noch mehr ins Reden bringen. Mich würde es interessieren, wenn du jetzt 55 Jahre jünger wärst. Was würdest du machen? Ich würde hier auf die Konferenz kommen mit euch. Ich würde aber, ob ich Straßenbilder weniger würde, wäre, ich bin sehr froh, dass die Leute haben gesagt, du bist der ideale Straßenprediger, du musst das weitermachen und so weiter. Ich bin sehr froh, dass ich nicht mehr viel Straßenpredigt mache, sondern mich viel, viel mehr um einzelne Leute kümmere. Also ich würde mich, meine Alltagsmission noch mehr verstärken. Ich suche Kontakt, ich habe eine Almut-Tankstelle in der Rose in meiner Nachbarschaft. Da gehe ich morgens zum Kaffee hin. Es sind eine ganze Reihe Leute, einige gekommen, waren wegen mir dahin. Ich spreche mit den Leuten. Und noch einiges andere. Auch hier, ich würde noch mehr und mich noch stärker darauf kommen, mit Zweierteams rausgehen und Leute ganz konkret ansprechen. Leute, die mit mir evangelisieren, wir wollen wirklich Kontakte aufnehmen mit den Leuten und lieb mit denen sprechen. Und das, was ich jetzt vorhin gesagt habe, diese Punkte, so wie weit das geht, mit denen sprechen, so dass jeder, der teilgenommen hat, auch eine gute Erfahrung hatte, wirklich Menschen ein Stück erreicht haben. Ja, das Problem zum Beispiel in vielen Gemeinden, wir sind schon, ich kenne viele von den Leuten, die hier sitzen, wir sind ziemlich lange schon auf die Straße. Ja. Ja.
ich bin 17 Jahre, ich kenne Beate schon 50 Länder besucht, ja, und mehrere, ja, Bruder. Und wenn wir mit unseren Geschwistern sprechen, die in unserer Gemeinde sind, ja, kommen mit uns auf die Straße, ja, kommen, ja, zusammen, ja, und helfen und unterstützen. Wir bekommen Antwort, ja, wir sind evangelisieren, aber zu Hause, aber, ja, nach diesem Prinzip zum, ja, Beispiel. Und am Anfang, Sie haben gesagt, wie wir können unsere Geschwister, die in unserer Nähe sind, ermutigen, mit, ja, uns auf die Straße gehen. Ja. Diese Dienst, die Sie gesagt haben, ja, mit Nachbarn, Familie, machen, ja, wir das jetzt, ja, wieder. Ja. Und unser Punkt ist draußen. Ja. Draußen zu sagen, draußen zu dienen, ja, Gespräch zu führen und so weiter. Ja, ja, ich meine, das kann man hier ja schon mal, es ist auch eine Chance. München ist ein riesiges Übungsfeld. Ich werde demnächst wieder mit 25 Leuten hier eine ganze Ganztagswoche machen. Und da kann man mit verschiedenen Leuten rausgehen. Ich benutze gerne Fragebögen. Ein paar Fragen, die ich den Leuten mitgebe, dann stellen sie sich freundlich vor, machen lebenden Kontakt und dann kommen sie über Fragen ins Gespräch. Ich denke, wir sollen auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als müssten die alle so werden wie wir und müssten alle auf die Straße gehen. Das ist ja gar nicht unser Ideal, oder? Unser Ideal ist, dass die Leute ihren Alltag für Jesus entdecken. Und dass wir auch etwas finden, wo wir als Gemeinde auch mal zusammen evangelisieren können, wo wir uns ergänzen. Das finde ich, das ist wichtig. Welche Strategie, was will ich eigentlich? Ich möchte, dass wir mit der Evangelisation in der Gemeinde, in der Mitte der Gemeinde ankommen. Dass die, die Jesus kennen und lieben, dass sie es auch möglichst gut teilen können. In Wort und Tat. Ja, und wir dürfen nicht in den Eindruck erwecken, dass sie das genauso machen. Aber wenn wir rausgehen, ich finde, das ist eine Chance, auch einfach, das ist eine Chance, mal mit Leuten in Kontakt zu kommen. Manche sagen, das geht ja gar nicht, das sind ja wildfremde Leute. Das geht, und da kannst du mit wildfremden Leuten, das hat auch einen Vorteil, dass du es mal ein Stückchen einüben kannst. Ich komme in Gemeinden, die einen sagen, oh, das ist so schwierig, hier kennt jeder jeden. Und dann in der nächsten Gemeinde sagt, es ist so schwierig, hier kennt keiner. Meine Gemeinde zum Beispiel. Bitte? Ist klar, immer bei mir ist am schwierigsten. Genau, richtig. Aber wo, das ist immer eine Herausforderung und eine Evangelisation ist Grenzüberschreitung. Das heißt, ich muss einen Schritt machen. Die Leidenschaft, ich muss mich überwinden, das ist gar nicht so einfach. Und der Geist Gottes, wenn die Gottesliebe größer ist als die Menschenfurcht, dann wird es schwierig. Auch bei mir bis heute noch. Aber ich war unwahrscheinlich Menschenfurcht. Das gab es schon bei uns in der Familie. Da wurde immer, gab es so einen Spruch, der heißt, what würden da die Leute sagen? Was würden dann die Leute sagen? Da wo ich aufgewachsen, in den Dörfern und so. Was würden denn die Leute sagen? Das war, in unserer Familie war das unwahrscheinlich hoch. So bei uns im Kaffee. Was würden dann die Leute sagen? Das ist anders und glatt, gell? Ja, das ist wichtig. Was Gott sagt und seine Liebe muss stärker werden, ansonsten. Wir müssen uns auch mal blamieren, auch mal Fehler machen. Auch, lasst euch auf keinen Fall total frustrieren. Manche Leute sind besonders eckig, da muss man ein bisschen aufpassen und ehrlich sein, das miteinander besprechen. Also wir machen auch in unseren Einsätzen immer auf gute Vorbereitungen. Wir beten intensiv miteinander. Dann helfen wir noch, gehen wir noch bei Hilfe. Sprechen wir ab, was der Einzelne einbringen kann und wie es ihm geht und was er einbringen will. Und dann gehen wir auf Leute zu und machen immer auch nach 2-3 Stunden eine Auswertung. Und vor allem, wie ist dir es jetzt gegangen? Wo können wir uns verbessern? Ja, und dann dadurch habe ich sehr gute Erfahrungen und damit kann man wachsen. Es ist gut, wenn man miteinander das macht und sich miteinander, ja, ehrlich dann bespricht, wie es gegangen ist und wie man es weitermacht. Und dass man sich auch nicht total frustrieren lassen kann. Aber das habe ich jetzt seit über 50 Jahren gute Erfahrungen gemacht in Einsätzen. Es ist wirklich, sich zu verbessern, wenn man es miteinander macht. Es ist gut, wenn man es allein schon in die Gänge kriegt, zu evangelisieren. Aber ich will das wirklich euch inspirieren, auch jetzt heute. Versucht es miteinander zu machen. Es ist eine große Kunst, zu evangelisieren in gewisser Weise. Und es ist vielleicht noch einer drauf, wenn man es miteinander in einem Zweierteam oder in dem Miteinander machen soll. Aber das ist sagenhaft gut, weil man da wächst und auch noch mehr, da multiplizierst du. Wenn du es selber machst und gewinnst einen dazu,
1 plus 1 gibt 2, dann hast du addiert. Und wenn du welche schulst, du kannst Fische fangen mit ein oder du kannst Fische ausbilden. Wenn du zum Fischen gehst und bildest Fische aus, hast du Multiplis. Aber das ist, das ist ein bisschen mehr auch zu amerikanisch. Es funktioniert auch nicht immer, diese ganze Geschichte und Logik. Es ist einfach wichtig, dass wir es tun. Ich ermutige euch dazu. Macht es miteinander und nehmt Leute mit. Die müssen vielleicht nichts sagen oder du kannst sagen, kannst du dich mal einbringen. Ich habe es oft erlebt, dass gefragt, wie geht's dir, was willst du machen? Das ist dann auf einmal ist ihnen was eingefallen und da waren sie auf einmal oder es waren so brennend, dass sie sich doch eingeklinkt haben. Wenn man es macht, es geht, ihr Lieben. Man kann evangelisieren und andere damit mitnehmen. Und das hat eine sagenhafte Wirkung. Manchmal ist man da ein bisschen festgefahren und dann, wenn der anders sein Zeugnis noch bringt, kommt eine neue Frische und eine Vollmacht noch hinzu. Das ist sagenhaft. Jesus hat ja uns allen Auftrag gegeben, wo es heißt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ja. Ja, also das Missionieren, was wir jetzt auch noch darüber reden, ja. Was du gesagt hast, das ist ja ein Teil von der Aufgabe. Jawohl. Er sagt ja, wir sollen Jünger machen. Ja. Ja, also ein Jünger wird gemacht. Ja. Ja, und wenn ich dann in der Schrift im Endeffekt sehe, wie ein Jünger gemacht wird, also das heißt, ich soll jetzt im Endeffekt, das ist ein gewisser Prozess, das sind gewisse Dinge, von denen du gesagt hast, dieses ABC. Ja, und dann soll er ja zu einem Jünger gemacht werden, dann getauft werden. Ja, und dann wird er zu einer Gemeinde, wie es in Apostelgeschichte 2 heißt, dazugefügt. Und das ist ein Gemeinschaftsprojekt im Endeffekt, eigentlich, wo man jedem in der Gemeinde, wo jeder in der Gemeinde mit dabei sein soll, ja, und mit dabei gefügt wird und derjenige dann auch die Gemeinde ja, im Endeffekt kennenlernt, das Wort Gottes kennenlernt, ja, die Grundlagen überhaupt kennenlernt, wie wird man denn überhaupt ein Jünger, ja, was für Voraussetzungen sind denn im Endeffekt da gegeben, wann bin ich denn bereit, ja, wann bin ich wiedergeboren, wie werde ich wiedergeboren, das muss ich ja dem im Endeffekt sein, dass er diese Gemeinschaft im Endeffekt mit kennenlernt. Und da kann man dann, glaube ich, auch dann, da ist jedes einzelne Glied in der Gemeinde dann gefordert, in dieser Gemeinschaft mit dem Fremden, dieser Fremde, auf den man zugeht, das soll ja jetzt mein Freund werden, ja, mein Bruder werden, meine Schwester werden. Es geht ja nur, jetzt heute ist natürlich jetzt da im Einsatz, was wir jetzt da machen, ist es jetzt eine einmalige Sache, weil ich ja dann in ganz Deutschland, aber ansonsten sollen wir die Leute eigentlich zu uns, wenn wir führen, eine Gemeinschaft dann pflegen, dass sie bleiben und in Kontakt haben und zu einer Gemeinde dann auch führen und dass jedes einzelne Glied dann ihn dann evangelisiert, ja, oder aufbaut, dass er zum Glauben im Endeffekt kommt oder ein Jünger wird und zur Gemeinde dazu geführt wird. Mhm. Danke, wie heißt du? Werner. Ganz wichtiger Punkt, was er jetzt gesagt hat. Haben wir es alle aufgenommen, gell? Wir brauchen einander, wir brauchen Gemeinde, was er gesagt hat. Und wir brauchen, es ist auch ein Prozess, ihr Lieben. Das möchte ich auch mal sagen, was vielleicht auch anders ist heute und damals. Und auch wenn ihr hier missioniert. Wir keine Hauruck- und Holzhammer-Methode. Es wurde teilweise zu viel mit dem Holzhammer gearbeitet. Oder mit Druck und mit Schnellschüssen, Hauruck-Geschichten. Ja? Wir arbeiten nämlich prozessorientiert. Wir sind keine Staubsaugerverkäufer, die einen schnellen Abschluss machen müssen, sondern wir sind Reisebegleiter, ihr lieben Leute. Wir arbeiten prozessorientiert. Habt ihr schon mal von der Engelskala gehört? Die ist von Dr. James Engel, deswegen heißt die Engelskala, nicht aus dem Himmel von den Engeln. Ich habe hier Bögen. Da ist so eine geistliche Entwicklungsskala, ist das, wie ein Mensch von sehr weit weg zum Glauben kommt. Ich habe Freunde, die wollen immer, dass sofort die Leute sich bekehren. Und das finde ich gut in Gemeinden, wie so viele Aussiedlergemeinden. Ich habe auch manche Freunde, die missionieren da, und das finde ich gut, wie die das machen. Ganz schnell, die Leute sollen sich bekehren. Das ist auch gut, denn diese Leute, die da sitzen, die haben schon 50 Mal das Evangelium gehört. Die sollten sich mal wirklich bald bekehren, oder? Okay, das finde ich auch gut. Aber hier in München, ich treffe mit Leuten, wir sind derart säkularisiert. Die Leute haben keine Ahnung von Tüten und Blasen und wir kommen dahin und wollen die sofort mit dem Holzhammer bekehren.
das haut nicht hin. Aber Gott kann Wunder tun, dass Leute so vorbereitet sind. Das habe ich euch auch stories erzählt. Wie Leute, die hier vom Oktoberfest, haben wir sie weggeholt oder am Haupteingang gepredigt, dann haben sie sich bekehrt und uns angeschlossen und so. Und die wildesten Sachen können euch einige erzählen, das gibt es auch. Aber in der Regel sind wir sind in einer derart säkularisierten Welt und heutzutage brauchen die Leute eine Basis, von Grund auf viel mehr Basis, dass wir bei 1. Mose anfangen, erklären, wie Gott ist und dass Gott da der Schöpfer ist und dass Sünde da ist. Und die Erlösung ist ja vieles schon vorgeschrieben, auch schon in den 10, 11 Anfängen des Alten Testaments und so weiter. Das ist anders geworden, ist auch anders, wenn ihr in der Stadt missioniert mit Leuten, die keine Ahnung haben. Die brauchen Jüngerschaft, wie du sagst. Das heißt, sie fangen an, in die Schule von Jesus zu gehen und lernen. Ja? Und da müssen wir auch noch was lernen. Früher hat man gewaltig darauf geachtet, den Unterschied zwischen Gemeinde und Nichtchristen. Das ist auch ein großer Unterschied. Aber die Leute wollen schon mal noch mehr erstmal sehen. Die Engländer sagen dazu, belonging before believing. Belonging before believing. Es ist sehr wichtig in unserer Zeit, die Leute schon mal noch mehr in einen Hauskreis oder in einen Glaubensgrundkurs zu bringen, wo sie mal noch einiges sehen, wieder was da läuft. Haben die noch nie gehört. Ich habe viele Glaubensgrundkurse gemacht hier. Und wir haben die mitgenommen in Freizeiten, hier so in Wochenendfreizeiten. Wir haben das noch nie gemacht, so eine Freizeit mitgemacht. Die Leute und die Studenten, die wir hatten. Aber das hat gewaltig gewirkt, auch das ganze Miteinander, auch in unserem Team. Und das ist das, was wir noch mehr brauchen. Diese Jüngerschaftsgeschichte, die schnelle Bekehrungsnummer, dann betet man Übergabegebet und da ist alles klar. Da müssen wir von wegkommen. Das ist auch gar nicht so alt eigentlich. Das ist auch mehr Erfindung. Vor allem aus Amerika oder was weiß ich, wo es sonst noch herkommt. In der Bibel ist das ja auch gar nicht drin so. Die Leute, dass jemand zum Glauben kommt. Aber das ist wichtig, dass er es ein bisschen tiefer versteht, dass er Jesus braucht und dass er es dann festmacht mit ihm. Aber das Entscheidende ist dann, dass Gott auch sein Ja gibt. Eine biblische Bekehrung besteht ja aus einer menschlichen Seite und aus einer göttlichen Seite. Und die göttliche Seite ist die Wiedergeburt. Dass das wirklich passiert, ist neues Leben gekommen. Gell? Und das geschieht, aber man braucht Zeit und wir wollen Menschen zu Jesus führen, wir wollen sie zu Jüngern machen. Ja, und das sind Prozesse, sie taufen, sie lehren, das sind ja Mittelworte der Gegenwart, also das sind Folgeworte. Jesus sendet die Jünger aus, das ist auch gesagt, was sie sagen, sie sollen das Evangelium verkündigen, verkündigend, lehrend, taufend, ja, in diesen Prozessen werden sie dann zu Jüngern, fangen an mit der Jüngerschule und wachsen da. Und wir Evangelisten sind mal die den Erstkontakt quasi schaffen und wir bauen auch die anderen, dass sie weiterkommen. Mhm. Und das ist wichtig, dass wir so gründlich wie möglich arbeiten. Und das finde ich heutzutage auch wichtig, hat sich einiges geändert, auch mit den Medien und so weiter. Ich habe eine auch sehr umfangreiche Homepage, da könnt ihr Hilfen bekommen, wenn ihr wollt. Auch kleine Lektionen könnt ihr aus dem Internet runterladen, was es heißt, bekehrt zu sein, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Erste Schritte, wie man weiterkommt, die Bruderhand hat da tolle Sachen, die könnt ihr alle per PDF auf meiner Homepage runterladen. Ich habe das auch viel hier praktiziert, hier in München, in den Gemeinden. Ich bin in der FEG jahrelang der Leiter für Evangelisation gewesen. Wir haben viele, viele Kurse gemacht und so. Und die sind auch etliche bis heute da. Das sind aus Kanzleien, da haben Steuerberater ihre Freunde mitgebracht. Steuerberater, das sind zum Glauben. Oder andere Leute. Wunderbar. Das kann passieren. Viele Gemeinden sind aber weit entfernt, die sind so oberflächlich, die sind gar nicht richtig an Leuten dran, geschweige denn, dass die ein paar Leute zusammenbringen für einen Glaubensgrundkurs. Aber es kann auch zu zweit oder zu dritt schon eine Zelle bilden, wo man dann die Bibel liest und studiert und wo Evangelisation dann passiert. Ich habe ein paar junge Leute, mit denen ich jetzt wieder zusammenkomme, aus Gifhorn. Ein Leiter, der hilft uns, der ist unser Co-Leiter jetzt mittlerweile geworden, der hat letztes Jahr drei junge Männer mitgebracht, der hat im Vorjahr auch mitgemacht schon, da hat er gesagt, hier, das sind die bringe ich jetzt mit, die sind in meinem Bibelgeist, die sind alle in den letzten Monaten zum Glauben gekommen. Das ist das, was ich erreichen will. Ich will mit Leuten evangelisieren, dann sollen die geistlichen Kinder mitbringen. Dann sind wir wirklich weitergekommen, versteht ihr?
Wow, das ist das, was wir wollen, oder? Wir wollen, dass Frucht entsteht, bleibende Frucht entsteht, dass Jünger entstehen. Bitte. Ich finde das alles richtig und gut, ja, wie du das sagst. Und ja, ich denke, dass das auch der Idealfall ist. Ja. Aber du kennst sicher auch den Mr. Genoa aus Sydney von der George Street. Ja. Der hat jeden Tag, glaube ich, 10 Traktate verteilt. Ja. Der hat mit Gott einen Deal gehabt. Ja. Der hat das bis an sein Lebensende getan. Mhm. Er hat nie eine Frucht gesehen. Ja. Und dann gab es da diesen Pastor, ich glaube aus England, der weltweit rumreiste und ja, Vorträge hielt, der die Leute fragte: Überall auf der Welt hat er Leute getroffen, die durch diesen alten Mann, der nur einen Traktat weitergereicht hat, und hat noch dazu gesagt: Wo wirst du sein, wenn du morgen stirbst? Und wir sind und nie eine Frucht gesehen. Ja, ja. Und mein persönliches Zeugnis ist so: Ich habe mich alleine bekehrt am Radio, Evangeliumsrundfunk, Billy Graham zugehört. Ja. Da habe ich alleine eine Nacharbeit gemacht. Gott selber hat die Nacharbeit gemacht. Und mir hat, weiß nicht, in der Kirche irgendwo habe ich einen Jüngerschaftskurs gesehen. Da dachte ich, auch das mache ich mal, da will ich doch mehr drüber wissen. Und das, Gott hat mich da so geführt, Stück für Stück. Ich habe 3 verschiedene Kurse von verschiedenen Organisationen gemacht, als junges Mädchen mit 16 Jahren, 17, 18 in der Zeit. Und, aber das, mein Hauptproblem war, ich war blockiert in mir selber. Ich sage dazu, meine Seele war gefangen in mir. Ich habe nie gesprochen, dass ich jetzt spreche. Das hat alles Jesus in mir vollbracht. Und Gott hat seine Arbeit ganz langsam so begonnen. Und ich habe mich vorwärts bewegt in meinem geistlichen Leben wie eine Schnecke. Ja, vielleicht mit gesunder Lehre in der Gemeinde, aber ich habe keine gesunde Lehre gekriegt. Bin in der Landeskirche groß geworden, alle geistlich tot, meine Eltern geistlich tot, Pastor geistlich. Und dieser Pastor hat mir aber diesen Konfirmationsspruch gegeben: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Das hing jahrelang in Sichtweite neben meinem Bett, da oft drauf geguckt. Was meint ihr denn damit? Ja, und viele Jahre später habe ich dann erst die Antwort gekriegt. Ja, und meine, heute schickt mich Gott auch in die ganze Welt, er sagt mir in mein Land, wo ich hin soll, dann soll ich die Literatur, dann fange ich an rumzufragen, kommst du mal mit. Und manchmal finde ich jemand, manchmal nicht, und dann fahre ich alleine mit Jesus. Ja. Und verteile uns in der Nacht auf der Straße, da ist keine Organisation dahinter, da ist ja Jesus selber dahinter. Und wir wollen immer so perfekte Programme. Ja. Finde ich gut, ja. Das ja. Ich habe keine perfekten Programme. Wir arbeiten Schritt für Schritt. Geist geführt und keine Hauruck, keine, sondern eine Schrittweise. Wie heißt du nochmal? Beate, genau. Du warst schon öfter, sag ich. Super. Ja, ja. Beate ist geboren und die Eltern waren nicht zu Hause. Es waren keine Eltern zu Hause. Das gibt es auch in der geistlichen Entwicklung, oder? Ja, ja. Nee, du, das ist hin und wieder so. Aber das wäre schön, wenn es in der Gemeinde anders wäre, oder? Manche Gemeinden machen nicht viel, weil sie Angst haben, Kinder zu kriegen. Geistliche Kinder. Da gibt es nämlich Bewegung und Schmutz und was weiß ich. Aber es ist, sagen wir, gut und wichtig zu evangelisieren und auch zu erbitten und zu erwarten. Aber das ist natürlich wahr, was du sagst. Wir haben es nicht in der Hand. Und da kann und will ich euch auch hier jetzt nochmal so auf alle Fälle ermutigen: Lebt du einen evangelistischen Lebensstil. Bete für Menschen konkret, dass Leute sich bekehren. Wie viele Leute betest du konkret, dass sie sich bekehren? Ja, kannst du auch wieder Georg Müller machen. Der war über 90 Jahre, der hat für einige gebetet und einzelne haben sich auch noch bei seiner Beerdigung bekehrt. Der hat seine Tagebücher gefunden und der hat da immer wieder gebetet. Bete, dass Menschen sich bekehren und dass sie weiterkommen, und sei nicht traurig, wenn du einfach säst. Das stimmt. Aber es ist auch sagenhaft gut und wichtig, dass wir was erwarten von Gott, aber nichts, wir können es nicht erzwingen. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Erfolg und Frucht. Was ist der Erfolg? Was kommt dabei raus? Das ist schon sehr wichtig, überall. Die stellen wir ständig die Frage. Ja? Erfolg ist das, was wir machen können. Frucht ist das, was nur Gott machen kann.
Und wir wollen ganz eindeutig Frucht, oder? Bleibende Frucht. Geistliches Ergebnis, geistliches Geschehen geschieht nur durch geistliche Menschen, durch geistliche Mittel. Und das ist sagenhaft wichtig, dass wir uns auch nicht beirren lassen, für ein gutes Zeugnis zu sein, ein gutes Zeugnis zu sein für Jesus, auch wenn wir nicht sichtbare Ergebnisse haben. Aber das ist gut, wenn wir dranbleiben und es erwarten. Ich sage mir, ich kann und will verschiedene Eisen im Feuer haben. Ich merke manchmal, da komme ich weiter und bei anderen komme ich nicht weiter. Ich lasse auch manchmal ein bisschen ab, bis dahin, dass ich es mal schon mal ganz ein Stück beiseite gelebt habe und mich wieder um andere kümmere, wo ich den Eindruck habe, hier ist Gott noch mehr am Werk. Und deswegen muss ich sie nicht aufgeben. Brauche aber einige Male Geduld. Es ist wichtig, wir machen es ja nicht damit von den Ergebnissen abhängig. Wir lieben Jesus und wir tun es wegen ihm, oder? Es ist aber nicht ganz so einfach, das zu machen, weil wir Menschen sehr hungrig sind, ja, irgendwelche Erfolge zu haben. Aber unsere Freude ist in ihm selbst. Und im Vertrauen, wir arbeiten verheißungsorientiert. Versteht ihr? Das ist einfach wichtig. Wir arbeiten nicht erfolgsorientiert. Aber das ist nicht so einfach. Wir arbeiten auf Jüngerschaft, auf geistliche Frucht hin und lassen uns da nicht erschüttern oder total zurückhalten, aber wir erwarten es auch. Und das ist sagenhaft wichtig, dass wir es erwarten können. Und dass wir in einer Leidenschaft es erwarten. Die ersten Christen haben nicht gesagt, ja, es ist ja einiges los, mal sehen, wann die Leute sich mal bekehren können, vielleicht in 5 Jahren oder 10 Jahren, das ist ja alles nicht so einfach. Wir brauchen Zeit, das braucht Zeit, das stimmt. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir auch uns selbst und anderen gegenüber das ab und zu bewusst machen, dass die Zeit läuft. Wir sind nicht in einem Kreis, wie manche uns das vormachen heutzutage, das fernöstliche Ideensystem, wie die Uhr, die lügt, die läuft immer rund im Kreis, das stimmt. Aber unsere Lebensuhr ist wie eine Eieruhr oder eine Parkuhr. Das ist linear und läuft ab. Das ist gut, wenn man das wissen und das ab und zu, ohne Druck zu machen, den Leuten mal ab und zu mal sagen. Und ich besonders jetzt auch ältere, ich habe noch ein paar ältere Genossen da, ich habe es ihnen ab und zu jetzt schon mal gesagt, sag, wir sind ein bisschen älter, ich will das auch noch mal sagen. Junge oder mein Lieber, wenn ich den da so kenne, hast du schon mal nachgedacht, was ist, wenn du stirbst? Ist gut, wenn man, aber es ist wichtig, dass man es liebt, sagt und nicht, ja, in einer sehr freundlichen Art, dass die Leute, der merkt, der liebt mich und der sagt es mir. Der sagt es mir auch weiter, dass er mich lieb hat. Das ist sagenhaft wichtig. Das war mir auch noch ein sagenhaft wichtiger Punkt. Wachsen in der Art, wie wir mit Menschen umgehen. Der größte Fehler, den Christen machen, ist auch, wir streiten zu schnell. Wir müssen meinen, zu schnell die Leute richtig stellen zu müssen. Mach das nicht. Ja, ich war mal in Rumänien mit einem Team, da sind wir in eine große Gemeinde gekommen. Da haben die gesagt, die Leute hier, die wollen überhaupt nichts von Gott wissen. Die sind so ablehnend. Und dann haben wir nachmittags, ich hatte ein Team von Bibelschülern da, rumänische Bibelschüler dabei. Und sagen wir, kommen heute Nachmittag gehen wir da in den Park. Wenn ihr wollt, könnt ihr mitkommen. Wir wollen da mit den Leuten sprechen. Das haben wir dann auch gemacht und dann sind einige auch mitgekommen, Pistengespräche. Und das sind verschiedene Teams und die Leute in dem Park, die sind uns nachgelaufen nach Gesprächen und wollten noch mehr wissen. Und diese Einheimischen, die hatten dann auch einzelne Pisten versucht und die hatten gleich den Leuten so viel Kontra gegeben, aber sind fast Schlägereien entstanden. Weißt du, was die gemacht haben? Die meinten immer, sie müssten alles richtig stellen und sagen, oh, du hast so böse, falsche Sachen. Das müssen wir ertragen, oder? Lass es doch den letzten Schluss erzählen. Du musst nicht sofort widersprechen. Sag doch mal, wie kommst du darauf? Oder wie heißt du eigentlich? Was machst du eigentlich? Wie kommst du eigentlich damit zurecht? Ja? Frage ich dann die Leute. Lieb mit den Leuten umgehen. Nicht sofort Kontra geben. Lieb mit den Leuten. Wir müssen uns in die Arme fallen, quasi in der Liebe. Und dann öffnen, dass sie eine Öffnung da ist. Und wir dürfen auch nicht so denken, so. Wir sind selber nicht perfekt, wir haben noch viele Probleme hier, liebe Leute. Aber wir haben Jesus, oh, das ist das Schönste und Beste dann natürlich. Die Art, wie wir mit Menschen umgehen, sagenhaft wichtig. Liebevoll, respektvoll, zurückhaltend, gut zuhörend, nicht zu direkt. Aber schon dann auch, wenn du durchaus, die Bibel ist da so klar,
Kolosser 4 steht, seid alle Zeit bereit, Kolosser 4, Vers 2 und folgende, sagt, wir sollen mit den Leuten sprechen, in Gnade, Charis steht da, das Wort in Gnade, das heißt freundlich, gewinnend und mit Salz gewürzt. Das eine betont das, die Freundlichkeit und das andere betont die Klarheit und die, bitte? Und die? Ja, Reinheit, durchaus auch. Ja, versteht ihr, was ich meine? Kolosser können das an. Es steht in der Bibel, wir sollen nicht mit Holzhammer arbeiten. Es steht in der Bibel, wir sollen freundlich sein mit den Leuten. Es gibt auch öfters hier, also ich habe schon Jahrzehnte ein paar Straßenprediger, das sind einige, die predigen hier, die hauen da auf die Pauken, die sagen, wie schlimm das ist und die verurteilen alles, was es in München gibt, die Schrottkosten hier in den Museen und was weiß ich, habe ich schon einige erlebt und die wundern sich, dass die Leute, wie die reagieren. Nee, wir müssen zunächst auch mal gewinnend freundlich sein, steht in der Bibel, aber auch klar. Das müssen wir lernen. Das sind da so ein paar Lektionen, die haben aber auch im Miteinander in der Praxis lernt und gibt nicht auf und lernt daran. Aber Beate, auf diese eine Sache, das möchte ich unterstreichen, was du gesagt hast. Erfolg oder Frucht, was erleben wir? Du erlebst doch viel Gutes auch schon, dass Gott erfüllt auf alle Fälle seine Verheißung. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Manchmal darfst du es sehen. Gell? Also ich habe die Geschichte davon, dem George, steht auch auf meiner Homepage, dem kleinen Mann von der George Street, gibt es in ganz vielen Fassungen und so. Ich weiß nicht, wie die sich das ereignet haben. Also so einiges, was ich da gelesen habe, kann sich nicht so ereignet haben. Da ist auch noch manches an der Fantasie eingeflossen. Aber egal, Gott kann das machen und im Himmel werden wir staunen, was er gemacht hat, auf unser teils wackeliges Zeugnis hin. Allemal. Bemerkt, in der George Street, da sind wir auch verteilt. Ja. Mhm. Und ich wollte ihr das dort abreichen. Wie komme ich in den Himmel, von der Geld auf den Tisch? Ja. Und sie wollte nicht. Mhm. Sie war schon älter. Ja. Und bin ich auch schon mal. Das wird ja auch ja. Sterben. Ja. Habe ich sie nochmal angeboten. Und sie war einfach wütend. Dann habe ich mich umgedreht, bin weitergegangen. Und dann landete ihr Kaffee zu Go in meinem Rücken. Ja. Gott macht gewaltige Sachen, erwartet, was ich sage, erzwingt, kann man nicht, erwartet aber was. Ich kann wieder von der Mitte der Jahrzehnten, es ist einer zum Glauben gekommen, fällt der Name so an, der ist im englischen Garten durch ein zerrissenes Johannesevangelium zum Glauben gekommen, in einem Abfalleimer, hat es wieder rausgeholt und hat es gelesen und ist zum Glauben gekommen. Gott kann auch sowas machen. Jürgen. Ja, wer wollte eine Frage noch? Ich denke, es ist gut zu wissen, dass wir einen Auftrag haben von Herrn und uns auch nicht mit anderen Christen vergleichen müssen, wie viel das ist tun oder nicht. Das nimmt mir auch viel Freude, wenn ich sehe, wie wenig am Freude an die Netze auswerfen. Das tut schon weh. Und es tut mir mehr weh, dass ein Moslem nicht Jesus annimmt, wenn ich erkenne, okay, auch andere Christen sollten drum ringen um die frohe Botschaft und irgendwas ist da nicht vorhanden. Das ist einfach ja, Missstand vorhanden, aber andererseits ist so, die Engelskala, die beginnt ja nicht nur, dass jemand zum Glauben kommt, sondern die geht auch in Jüngerschaft, so wie ich in viele Bereiche lerne. Und da ist es auch gut, auch mit Christen eng in Kontakt zu sein und in Gemeinschaft, weil wenn da Geschwister mehr lernen und verstehen, vor allen Dingen auch durch Jüngerschaft und Gemeinschaft, dann bekommen sie mehr Mut und verlieren auch die Unsicherheiten, warum dass sie kämpfen, das Evangelium einfach nicht weiterzugeben. Da gibt es ja keinen Hintergrund, ja auch keine richtige Rechtfertigung, warum dass man es nicht tut oder warum dass man in den Alltag kein Traktat mitnehmen kann oder in der Kasse was weitergibt oder an der Tankstelle oder an der Ampel, weil die Zeit ist ja da und man verliert eine zusätzliche Zeit und dass man durch die Gespräche auch nicht nur Zeit gewinnt, sondern dass man auch gesegnet wird, dass man auch von Menschen was lernen kann, auch von Ungläubigen, auch von Muslimen, Gastfreundschaft und vieles mehr. Das andere, was mir auch viel weitergeholfen hat, auch bei dieser Evangelisation, Explosivschulung. Das war so die erste Schulung. Und ich habe mit denen heute noch Kontakt. Da hat das erste Mal jemand nach 3 Jahren, wo ich im Glauben war,
durch ein einmaliges Gespräch eine Entscheidung für Jesus getroffen. Mhm. Mit dem habe ich heute noch in Kontakt. Der ist da bei Burbach. Das ist einfach schön. Ich habe, am Anfang war es schwierig, aber der Kontakt ist geblieben. Und wenn man das einmal miterlebt hat, auch nach einem Erstgespräch vorher das miterlebt, in der Regel passiert es durch Jüngerschaft. Aber dass es durch ein einmaliges Gespräch passiert, das kommt nicht so oft vor. Aber es ist möglich, dass man die Erwartungen hat. Und wenn auch Geschwister das erleben oder da dabei sind, jemand zum Glauben kommt und nicht nur, wenn ein Evangelist eingeladen ist, denn wo man die Arbeit so überlässt, einen Spezialisten, sondern sagt, das kann der Durchschnittschrist eigentlich auch mitmachen, das Evangelium zu erzählen, dass der Mensch Sünder ist, Gott ist perfekt, das Problem liegt bei einem und die Frage ist, ob man es annimmt, dieses Gnadenangebot, dann werden Geschwister sicherer, wenn sie einmal miterlebt haben, wie jemand wirklich im Glauben durchdringt. Also dieses Erlebnis, das wird der Christ nie mehr vergessen. Also wo man das erste Mal so bei einer Geburt dabei war, ich weiß nicht, du bist ja auch Geburtshelferin, aber ich glaube, eine Hebamme, die wird nie vergessen, bei der ersten Geburt dabei zu sein. Oder ein Vater, der wo ein Kind bekommen hat und ist bei der Geburt dabei, weil ein neues Leben entstanden ist. Das sind einfach durchschlagende Dinge, die einfach vorher war es nicht da und dann ist es da. Und es ist in einem Moment so passiert. Und wenn es in einem Moment passiert, dass jemand von Tod ins Leben, von über, das werde ich nie vergessen, was da in Olbe passiert ist. Das war in Olbe. Zwei sind weiter, denen hat es nicht interessiert. Und der junge Mann hat gesagt, du, ihr könnt ja schon mal shoppen gehen, ich komme danach. Das war so gut. Der war interessiert, denn sein Herz war berührt. Zwei haben ihn gestört, die sind weitergegangen. Und dieser junge Mann, dieser Alex, den hat es getroffen. Und ich denke, wenn mehr das einfach so erleben, wie aus einem Tod erleben passiert, wie der Heilige Geist in den Menschen Gestalt bekommt, das wird Einzelne verändern. Und das ist halt oft in der Gemeinde so, wenn Gemeindeleiter erkennen, wie wichtig das dieser Prozess ist und wie Jesus Christus die Menschen umgestaltet, ich denke, dann erwartet man auch mehr von Herrn, dass man einfach mehr dafür gebetet, weil Evangelisation beginnt ja nicht auf der Straße, sondern Evangelisation beginnt im Gebet. Ich bete noch abschließend mit uns, ihr Lieben. Entschuldigung, das war nicht mehr schon. Bitte? Nur jetzt, wenn ihr in die Stadt wohnt, dann mariert das. Ja, ja, ist okay. Ist gut, ich bete nochmal. Super. Moment. Werner, du betest mit uns zum Abschluss, ja? Du redest so gerne mit Gott. Ich auch. Ja. Mach doch, bete du mit uns jetzt mal. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir als Geschwister hier zusammenkommen dürfen und uns austauschen dürfen. Du hast uns zusammengeführt, du hast uns gesegnet. Danke, dass wir ausgerüstet worden sind mit allem und dass wir dazulernen können in Liebe und in Gnade und mit Salz gewürzt. Gib uns das richtige Herz, das weiterzugeben, verlorene Menschen zu retten, Schätze im Himmel zu sammeln. Und unsere anderen Geschwister und Freunde, die wir kennen, einfach auch dazu mit inspirieren und ermutigen und dass sie auch evangelistisch tätig sind. Das ist das Größte, was man machen kann. Das ist eine Gnade, Menschenfischer zu werden und Menschenfischer zu sein, sei es nebenberuflich oder hauptberuflich. Wichtig ist, dass wir das mit Herz und mit Leidenschaft machen, wie wir es heute gehört haben. Amen. Amen. Ihr Lieben, alles Gute euch, der Herr mit euch. Ich habe eine sehr umfangreiche Homepage mit ganz vielen, vom ABC und auch XYZ und so weiter. Es ist verschiedentlich, aber alles sehr brauchbar. Ganz hier. Gut. Und da habe ich von Schulung noch ein paar Zettel übrig, die Engelskala und so. Könnt ihr mitnehmen? Danke. Danke, lieber Bruder. Danke für den Vortrag.